Hallo an das Kollektiv der Krebse, hier ist Julia Aurelia. Ich darf für dich die Karten legen zum Thema Liebe und Beziehungen für den Februar, falls du den Krebs im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Ja, wir schauen uns tatsächlich die Situation, in der du gerade bist, sehr intensiv an. Wir gehen als erstes mit den großen Arkane-Karten rein, in die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und schauen, was wirklich so die signifikantesten Energien gerade sind, waren und sein werden. Dann gehen wir nochmal mit dem Lenormand rein und ziehen Klärungskarten für jede Abteilung. Und in der Erweiterung gehen wir in die Seelenpartnerkarten, in die Astrologiekarten, um zu schauen, welche Energie zwischen dir und deiner Person ist. Egal, ob es jetzt vielleicht eine Ex-Person ist oder ein aktueller Partner. Wir schauen einfach mal, was sich hier zeigt. Und dann klären wir auch noch jede einzelne Karte mit den kleinen Arkane-Karten. Plus, ich sagte ja, es wird intensiv. Wir gehen dann auch noch mal rein in die Legung, was die Person, mit der du es zu tun hast oder hattest, für dich fühlt, für dich oder über dich denkt, was die Hoffnungen und Wünsche noch sind und wo die Person selber auch gerade steht. Also, es wird umfangreich. Hol dir Kaffee, Kuchen, Tee und ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt einfach mal los. Also, die Krebse. Wo stehen die Krebse aktuell? Und welche Situation aus der Vergangenheit spielt eine Rolle? Was liegt zum Thema Liebe? Ja, Liebe und Beziehungen in der Vergangenheit. Was liegt zum... Oh, wow. Okay. Na, da geht ja gut los hier. Da haben wir die Liebenden tatsächlich, den Herrscher und der Mond. Was sind die Energien aktuell aus dem Februar? Okay. Die Energien im Februar, bitte. Wow, okay. Die Energien bitte. Wow, okay. Also, so weit, so gut. Wie geht's in naher Zukunft weiter? Für das Kollektiv der Krebse zum Thema Liebe und Partnerschaft. Liebe und Partnerschaft. Liebe und Partnerschaft. Okay. Unterer Kartenrand ist die Hohepriesterin. Als erste Botschaft bedeutet es für dich, höre auf deine Intuition. Du hast selber eine sehr gute Anbindung an die geistige Welt. Du bekommst Botschaften permanent darüber, wie du dich fühlst, wie du dich in einer Situation fühlst. Und es ist jetzt vielleicht ganz besonders am Zeitpunkt, auf deine Intuition zu hören und das zu machen, was sich für dich richtig anfühlt oder eben auch zu gucken, hey, was fühlt sich denn nicht so stimmig an? Wir sehen hier in der Vergangenheit bereits tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, wir haben hier eine Liebesbeziehung in der Vergangenheit. Der Herrscher fühlt sich für mich an wie dein Partner, der hier liegt oder dass du, das könntest auch du sein, falls du jetzt als Mann schaust, sehr in deiner Energie, in deiner Kraft bist. Ich habe das Gefühl, dass die männliche Seite hier aber vielleicht in irgendeiner Situation ein bisschen Unsicherheiten hatte, dass da gewisse Ängste sind, vielleicht bezüglich einer Entscheidung in einer Partnerschaft, das könnte etwas sein, oder es kann sein, dass da noch was im Emotionalen oder in der Psyche bei der, ich habe das Gefühl, eher tendenziell bei der männlichen Person liegt. Grundsätzlich habe ich aber ebenfalls hier eine, wie gesagt, sehr starke Verbindung, die sich bereits in der Vergangenheit hier zeigt. Gerade in der Kombination die Liebenden und der Herrscher kann es sein, dass wir hier wirklich auch eine Seelenpartnerschaft haben. Jemand quasi, der bestimmt war für dich, den wir eben, wie gesagt, auch hier sehen. Der Mond zusätzlich, wenn wir die Deutung aus dem Lenormand mal mit reinfließen lassen, bedeutet dann auch, dass hier tiefe Emotionen und Gefühle sind. Aber was tatsächlich mehr noch ein bisschen jetzt die Oberhand quasi hier hat, ist die Energie von Ängste und Unsicherheiten. In einer extrem starken Verbindung gibt es ein paar Unsicherheiten und Ängste, vielleicht zum Thema Stabilität, Sicherheit. Das könnte vielleicht auch was zum Thema Hausbau sein, kriege ich jetzt gerade rein. Für den einen oder anderen Haus, Zuhause, familiäre Themen, die hier eine Rolle spielen, die für Unsicherheiten und Ängste gesorgt haben. Vielleicht, weil man nicht genau wusste, wie sich etwas entwickelt oder, wie schon gesagt, aufgrund einer Entscheidung. Und auch da könnte es natürlich sein, dass man nicht genau wusste, wie sich etwas entwickelt. Gucken wir uns das Ganze im Hier und Jetzt an, also die Energien für den Februar. Und das Spannende ist, dass wir sehen, alle Karten drehen sich um den Magier herum. Und der Magier bedeutet, dass du eine ganz klare Absicht hast, die du jetzt manifestieren möchtest. Irgendwas, wo du sagst, das möchte ich.
Und du gehst quasi jetzt sehr fokussiert an die Sache ran und manifestierst hier deine Wünsche. Wenn wir das ein bisschen ausbreiten, sehen wir hier den Neuanfang. Auch die Karte des Magiers ist die Karte für einen Neuanfang. Das heißt, wir sehen eben hier und jetzt für dich tatsächlich zweimal die Energie von einem Neuanfang. Vielleicht auch eine neue Leichtigkeit, ne? Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier in der Vergangenheit noch Unsicherheiten haben, weil wir hier ein paar vielleicht auch unbekannte Aspekte haben. Dinge haben, wo wir sagen, ah, das können wir noch nicht ganz einschätzen. Hier ist das Unbekannte quasi. Der Narr wiederum sagt im Hier und Jetzt den Sprung ins Unbekannte wagen. Also spätestens im Jetzt habe ich das Gefühl, dass hier signifikante Entscheidungen liegen, wo der Sprung ins Unbekannte gewagt wird, wo man einen Neuanfang manifestiert oder etwas Neues startet. So könnte man auch sagen. Mit der Karte Judgment zum einen, das, was ich ganz stark reinbekomme, ist dem Ruf der Seele folgen. Hier scheint es irgendetwas zu geben, irgendwas, wo du ganz genau weißt, intuitiv weißt, das ist das Richtige für mich. Deswegen wage ich den Sprung ins Unbekannte und fokussiere jetzt all meine Energie darauf, meiner Seele zu folgen in diesen Neuanfang. Und als ich dann die nächste Karte hier unten gesehen habe, dachte ich, wow, vielleicht haben sehr viele Krebse ihren Seelenpartner hier kennengelernt in der Vergangenheit. Es gab vielleicht ein paar unsichere Faktoren oder Ängste, wo man sich durcharbeiten musste. Letzten Endes wird jetzt der Sprung ins Unbekannte gewagt, ein Neuanfang, sich darauf fokussiert, manifestiert, weil es sich einfach so stark nach Bestimmung anfühlt. Wenn ich jetzt hier runterschaue mit dem Hierophanten, als ich die Karten noch nicht hatte, da kommen wir gleich drauf, dachte ich, okay, das könnte wirklich eine Ehe sein. Eine Ehe, eine Hochzeit, die hier eine Rolle spielt. Und jetzt sehen wir uns aber die nächsten Karten an. Und mit dem Turm könnte man auch noch sagen, okay, ein unerwartetes Ereignis. Wo man sagen könnte, vielleicht kam hier unerwartet der Heiratsantrag oder unerwartet hier wirklich jetzt diese langfristige Partnerschaft und Beziehung. Aber, und das wird mir hier ebenfalls gesagt, wir haben hier einen Aspekt in dieser Angelegenheit, der tatsächlich mit dem Teufel toxisch ist. Und ich habe ganz stark, was ich für dich persönlich wahrnehme, ist, dass mit dieser Energie auf Neuanfang fokussieren, den Ruf deiner Seele folgen, weil es sich anfühlt wie Bestimmung, hier tatsächlich der Zusammenhang ist mit einer langfristigen Partnerschaft oder vielleicht sogar einer Hochzeit. Es gibt aber etwas, habe ich das Gefühl, wenn das erfolgreich sein soll, muss hier noch was wegfallen. Irgendwas Altes muss noch losgelassen werden, was dich bindet. Vielleicht, gerade bei Seelenpartnerschaften, kann es natürlich sein, dass der ein oder andere hier noch in einer Ehe oder Partnerschaft ist und dass eine alte Partnerschaft, die, an die man gebunden ist, noch wegfallen muss und das quasi was ist, was in der Zukunft passiert. Oder eben, dass es irgendwas anderes gibt, was dich blockiert. Der Teufel sind die Energien, die uns blockieren, wo wir nicht weiterkommen oder. Ja, also ich glaube, grob könnte man sagen, das, was dich blockiert und das darf hier wegfallen. Und das kann zu tun haben auch mit, vielleicht ist hier irgendjemand manipulativ oder hat hier ein großes Ego. Der Zusammenbruch des Egos könnte das sein. Zusätzlich, wo mir das gerade gesagt wird, könnte es sein, dass du mehr spirituell arbeitest. Und quasi hier ein Glaube reinkommt, entweder bei dir oder der anderen Person. Irgendjemand öffnet sich hier gefühlt mehr zur Spiritualität und kann quasi das Ego anfangen zu transformieren. Das wird mir ebenfalls gesagt, du oder die andere Person. Aber auch das ist das, was ich noch ganz stark wahrnehme. Damit das erfolgreich wird, muss noch was Altes wegfallen. Das könnte das Ego einer Person sein, was auch nicht komplett wegfällt. Wir brauchen unser Ego auch, aber was sich quasi ein bisschen transformiert. Das könnte eine andere Person sein. Das könnte irgendwas sein, was hier diese Verbindung vom kompletten Fließen noch aufhält. Lass uns mal in die Vergangenheit schauen. Kriegen wir weitere Energien hier für die Vergangenheit? Der Klee. Glück, Leichtigkeit, glückliche Zufälle, irgendwas ist hier besser geworden. Was mir gerade gesagt wird, eure Begegnung war geplant,
denn die geistige Welt sorgt für glückliche Zufälle. Also die geistige Welt sorgt dafür, dass das zufällt, was fällig ist. Sagt man das so? Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr starke positive Energie, sehr viel Glück, was an eurer Seite war in einer Situation. Vielleicht hast du wirklich auch gedacht, boah, das war so ein Glück, dass wir uns begegnet sind. Oder wenn ihr schon länger in einer Partnerschaft seid und hier gewisse Unsicherheiten auftauchen, habe ich aber auch das Gefühl, dass hier in irgendeiner Situation in der Vergangenheit das Glück eine Rolle gespielt hat und euch das Universum hier weitergeholfen hat. Vielleicht ist hier auch irgendwas besser geworden und konnte irgendwas heilen. Gerade wenn wir hier Unsicherheiten und Ängste haben, könnte der Klee sagen, ah okay, etwas wird wieder leichter, etwas heilt. Und deswegen ist vielleicht hier auch jetzt dieses neue Kapitel möglich. Lass uns mal schauen. Ich habe das Gefühl, die Karte möchte raus. Ja, Übergangsphase, Reise nehme ich hier wahr, definitiv. Vielleicht findet ein Umzug oder eine Bewegung statt, eine Reise statt. Das könnten jetzt im Februar für dich Sachen sein, die eine Rolle spielen. Vielleicht ist hier irgendwas in der Ferne, wonach du dich sehnst. Was ich für dich mit diesen Karten extrem wahrnehme, ist den Ruf der Seele folgen und dass hier irgendwas vorherbestimmt ist. Irgendeine Reise ist vorherbestimmt. Und das hat zu tun mit einem Neuanfang und irgendwas, worauf du dich jetzt sehr fokussierst. Und das fühlt sich sehr schicksalhaft an, gerade auch mit der Hohepriesterin hier. Vielleicht verreist du, vielleicht ziehst du um, wie gesagt, das könnte etwas sein. Aber das Schiff steht auch für einen Übergang, für eine Übergangsphase, die hier gerade ebenfalls eine Rolle spielen kann. Lass uns weiterschauen in der nahen Zukunft, bitte. Kriegen wir mehr Informationen über die nahe Zukunft. Der Baum. Sag ich ja. Das ist immer hervorragend, wenn diese Karten das bestätigen, was ich gesagt habe. Eine langfristige, stabile Partnerschaft und Beziehung ist hier, ich würde fast sagen, garantiert. Aber da muss irgendwas wegfallen. Langfristige Stabilität, langfristige Sicherheit, Dinge, die jetzt schön stark wachsen. Etwas, was sehr gesund wachsen kann, aber gesund wachsen kann nur, wenn das Toxische hier wegfällt. Und irgendjemand, wie gesagt, entweder bist du das mehr oder die andere Person öffnet sich hier noch mehr zur Spiritualität. Das könnte Teil eines Heilungsprozesses sein. Oder dass irgendein anderer Aspekt hier ist in eurem Leben, der toxisch ist, der wegfallen muss. Und dann haben wir hier wieder die Stärke, die Kraft und die Stabilität. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine recht solide Legung hier. Gerade weil die letzten Legungen, die ich gemacht habe, ein bisschen intensiver waren, freut mich das sehr, dass ihr ein bisschen entspanntere Energien habt, sage ich mal. Wir schauen uns jetzt einmal die Erweiterung an. Das bedeutet, in jede einzelne Karte gehe ich jetzt mit der großen Arkane, kleinen Arkane, um hier wirklich nochmal im Detail zu schauen, worum ganz genau geht es hier. Kriegen wir Zusatzbotschaften und die werden wir definitiv kriegen. Dann gehen wir rein mit den Soulmate-Karten, Seelenpartner-Karten, die Karten aus dem Astrologie-Deck. Und dann schauen wir uns auch nochmal die Person an, mit der du es hier zu tun hast. Wo steht die Person? Was denkt sie über dich? Was fühlt sie für dich? Was sind die Hoffnungen und Wünsche mit dir? Und das Ganze jetzt eben in der Erweiterung und zwar auf Vimeo. Das heißt, unter diesem Video in der Infobox, da findest du den ersten Link, der zu Vimeo führt. Und habe ich was vergessen? Nee, das war's. Dann freue ich mich, dich entweder wieder zu sehen auf Vimeo, bei einem anderen Video hier auf YouTube und sag danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren. Wir sehen uns wieder. Bis gleich.